Platz 4 beginnt in Düsseldorf am Rhein. Hier bekommt Marilena Preuß ungewöhnliche Post. Wer die wohl verschickt hat? Ich habe als Kind so oft Flaschenpost in den Rhein geworfen und nie Antwort bekommen. Sehr traurig. Vielleicht ja jetzt? Romantisch, so eine Flaschenpost. Aber auch ziemlich langsam und unzuverlässig. Und damit genau das Gegenteil von dem, was wir heute suchen. Na, war dann doch eher ein Hinweis. Oh. Das Gegenteil von einer langsamen Beförderungsart. Telegramme. Einschreiben. Computer, Internet. Aber das Einfachste, wir rufen an, ja. Klingt schon mal nicht schlecht. Wer spricht? Und das Telefon sagt du. Doch das Telefon sagt schon seit dem 19. Jahrhundert du. Das, was wir suchen, kam sehr viel später auf. Und das Telefon sagt du. Wir suchen etwas, das unsere Kommunikation in den 90ern revolutioniert hat. Die Möglichkeiten schienen endlos und waren doch strikt begrenzt. Das Telefon, das Handy. Ich schaue jetzt einfach mal das Fax. Ich habe in den 90ern so viel gefaxt. Ich habe meiner besten Freundin Comics gemalt und gefaxt. Ach, das gute alte Fax. Das war hochmodern in den 90er Jahren. Ich vermisse Faxen auch ein bisschen. Irgendwann hatten die Leute auch das Faxen dicke und suchten nach Alternativen. Auch wenn die schmerzen konnten. Ja gut, wenn sie jetzt Arnika-Salbe, das ist ja jetzt hier so Wärme und so, dann ist es ja Fax, also Thermopapier. Dann ist das ja der Hinweis da drauf. Es hat mit dem Handy zu tun und nicht mit Thermopapier. Hier wird mit härteren Bandagen geraten. Was wir suchen, konnte auch Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wer es übertrieben hat, der konnte sogar an einem neuartigen und schmerzhaften Leiden erkranken. Moment. Was hat er gemacht mit der Hand? Das könnte natürlich jetzt der SMS-Daumen sein. Das könnte so der Sims-Daumen sein. Das ist ja dann auch immer, dass die Leute alle Sehnenscheidenentzündungen hatten. Die haben sich die Finger wundgetippt, sage ich jetzt mal so, ja? Wundgetippt konnte schon vorkommen. Aber wie und warum? Ein letzter Tipp. Wir suchen etwas, das zu solchen Wortschöpfungen entscheidend beigetragen hat. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Sie hat da Loyal auf dem stehen. Das ist ja eigentlich, dann müssen wir doch bei SMS sein. Ist das wirklich so? Na, klingelt's? Na, vielleicht ist es doch die Flaschenpost. Ja, SMS natürlich. Nee, ich glaube, es ist SMS. Ja, das habe ich doch gleich gewusst. Richtig, wir suchen die SMS. Das ist die Abkürzung für Short Message Service. 1992 wurde die erste SMS verschickt und entwickelte sich rasch zum Welterfolg. Natürlich, ist doch klar. Krass, ne, was SMS verändert hat in unserer täglichen Kommunikation, das finde ich so beeindruckend. Die SMS war zunächst nur als Zusatzservice fürs Handy gedacht, ähnlich dem damals angesagten Pager. Sie trifft den Nerv der Zeit. Damals hat man SMS-Nachrichten natürlich verschickt, wie blöde. Das habe ich auch gemacht, ja. Tippen. Ich erinnere mich sehr genau daran, dass man auf den ersten Handys nur 20 SMS speichern konnte. Und dann zu entscheiden, welche man löscht, das war, glaube ich, eines der schmerzhaftesten Dinge, die wir in den 90ern machen mussten. Simsen wird die Kommunikationsform der 90er. Am Ende der Dekade schwirren deutschlandweit über 10 Millionen SMS von Handy zu Handy. Und das jeden Tag. Aber wir sind hier ja nicht in einer Techniksendung, sondern bei den größten Geheimnissen der 90er. Und eins davon verbirgt sich hinter der SMS. Na, habt ihr schon eine Idee, was es sein könnte? Naja, ein Hinweis wäre hilfreich an der Stelle. Hier kommt er mit dem Tannenholzhammer. Also Weihnachten, okay? Genau, das Fest mit Baum und Kugeln. Die Geburt Jesu, die viele von uns jedes Jahr an Weihnachten feiern, ist das Jahr Null unserer Zeitrechnung. Durch das Geheimnis entstand kurz vor Weihnachten 1992 quasi auch eine neue Zeitrechnung. Kurz vor Weihnachten 1992. Welche SMS es gewesen sein könnte von der neuen Zeitrechnung? Mobiltelefone haben sich im Laufe der Zeit stark verändert. Vom klobigen Klotz übers Handy bis zum Smartphone war es ein weiter Weg.
Nicht nur optisch. Ah, cool. Oh, wie cool. Ja, genau so einen Knochen hatte ich. Genau so einen. Und ich habe ihn geliebt. Ich wollte ihn gar nicht abgeben. Steht ihr noch auf der Leitung? Dann seid ihr hier in bester Gesellschaft. Was ist das? Sieht alles aus wie so E-Zigaretten. Nein, hier qualmen höchstens die Glasfaserleitungen. Solche Computer konnte man natürlich nicht so einfach mit sich nehmen wie Handys. Dafür konnten sie aber etwas, das Mobiltelefone anfangs nicht konnten, das aber für die SMS entscheidend war. Man konnte Computer nicht mitnehmen, aber sie konnten etwas, was SMS nicht konnten. Eine Textmessage zu versenden, weil wir kannten das vom Telegrafen oder so Sachen immer. Früher, ganz früher. Vielleicht konnten sie nur Zahlen darstellen und keinen Text. Wir fassen zusammen. Das gesuchte Geheimnis hat etwas mit Weihnachten, klobigen Mobilknochen und noch klotzigeren Rechnern zu tun. Na? Riesenrechner, Mobilknochen, Weihnachten. Brauche ich noch einen Moment. Also die erste SMS, es war zur Weihnachtszeit, es wurde weltweit rausgesendet. Fast richtig. Wir legen, lösen auf. Die erste SMS war ein Weihnachtsgruß und lautete Merry Christmas. Ein britischer Ingenieur verschickte sie über drei zusammengeschlossene Computer an ein Mobiltelefon. Das Mobiltelefon konnte zwar SMS empfangen, aber nicht versenden. Also musste der erfolgreiche Eingang der SMS per Anruf bestätigt werden. Sehr schönes Geheimnis, sehr gut. Da bin ich wirklich nicht drauf gekommen. Ärgert mich ein bisschen, aber okay. Wahnsinn, wie kompliziert das noch klingt, ne? Zu den Anfang 90er Jahren, wobei die so weit ja auch nicht zurückliegen. Der Brite Neil Papworth sandte die erste SMS im Auftrag Vodafones an einen Manager des Konzerns. Dafür schloss er drei Computer zusammen, die Größe eines Kühlschranks hatten, aber nur 10% der Leistung eines heutigen Smartphones. SMS mit SMS zu beantworten, war anfangs nicht möglich. Also er musste zurückrufen und sagen, ich habe es empfangen. Wenn du das heute machen würdest und jemandem eine WhatsApp schickst oder so eine Sprache und sagst, aber ruf mich mal bitte an zur Bestätigung, da würde man, glaube ich, sehr viele entsetzte Menschen in seiner Messenger-App treffen. In Deutschland kostete eine SMS anfangs 39 Pfennig. Dafür durfte man 160 Zeichen von Handy zu Handy senden. Und das kam an. Es war erstmals möglich, eben asynchron zu kommunizieren. Das heißt, man musste nicht mehr gleichzeitig erreichbar sein, wie es ja eben beim Telefonieren der Fall ist. Einer ruft an, der andere muss rangehen, ansonsten findet keine Kommunikation statt. Das heißt, man konnte einfach schreiben, wann man gerade Zeit hatte. Man konnte lesen und antworten, wann man gerade Zeit hatte. Und das hat natürlich alles verändert. Manchmal wollte man nicht telefonieren, dann hat man eben eine Textmessage rausgesendet. Ne? Das war perfekt. Texten kurz hin, Text zurück, optimal. Ich telefoniere so wenig nur noch mit meinem Handy, mit meinem Telefon. Ich nutze Kommunikation hauptsächlich über Messenger. Ach, ich fand das immer ein bisschen lästig, so eine SMS zu schreiben. Dieses Gefummels da, ne? Und wenn es sein musste, habe ich es gemacht. Der Daumen wurde zum neuen Zeigefinger und hatte mehr zu tun als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Die SMS hat unsere Kommunikation auf den Kopf gestellt und wird daher von uns auf Platz 4 der größten Geheimnisse der 90er gesendet.